Ramos Tvenema, er stand schon mit Moritz Bleibtreu vor der Kamera, spielte in der beliebten Fernsehserie Rote Rosen mit und auch für den Münster Tatort in der ARD hat er schon gedreht. Zugegeben, die Filmkarriere von Martin Knepper aus Ramos Tvenema liest sich beeindruckend. Dass der 51-Jährige bisher trotzdem noch nicht beim Einkaufen von Fans erkannt wird, hat einen guten Grund, denn Knepper ist ein Komparse, dessen Aufgabe nur eine ist, nicht auffallen. Hammer als Komparsen in Filmen und Serien, Corona gab den Ausschlag. Ein guter Komparse ist unsichtbar, sagt der gebürtige Hammer, schließlich sollen die Hauptdarsteller im Mittelpunkt stehen. Wichtig seien Komparsen aber dennoch, egal ob in Serien, Fernsehfilmen oder großen Kinoblockbustern. Denn, durch Komparsen kommt Bewegung ins Bild, sagt der Ostwennemarer und nennt ein Beispiel, in einer Serie, die in einem Hotel spielt, spielte er unter anderem einen Gast, der in der Lobby sitzt. Auf diese Weise wirkt die Szenerie authentisch und lebendig. Dabei hatte Knepper nie vor, freie Tage und Wochenenden an Filmsets zu verbringen, bis Corona kam. Rückblick: Schon früh hatte Martin Knepper die Bühne für sich entdeckt, und zwar über die Musik. Mit 15 Jahren begann er, Orgelunterricht zu nehmen. Die Musik gefiel ihm so sehr, dass Knepper eine Band gründete und fortan immer häufiger auf der Bühne stand. Das pusht einen, sagt er über die Momente vor Publikum. Doch kurz nach seinem bis dahin letzten Auftritt als Musiker und Moderator des Ostwennemarer Kolpingkarnevals Anfang 2020 kam Corona, und damit gab es für Knepper, der hauptberuflich in der Buchhaltung eines Handelsunternehmens arbeitet, keine Auftrittsmöglichkeiten mehr. Im Sommer 2020 nahm dann aber Kneppers Sohn Jan an einer Episode der WDR-Sendung Viel für wenig mit Koch Björn Freitag teil, bei der der Sportfischerverein Hamm besucht wurde. Dabei sollten eigentlich Jan und weitere Kinder als Mitglieder des Vereins im Vordergrund stehen, doch es kam anders. Denn plötzlich fanden sich auch mehrere Eltern, darunter Britta und Martin Knepper, an 4 Drehtagen vor der Kamera wieder. Was für die Familie anfangs noch etwas komisch und gewöhnungsbedürftig wirkte, machte dann aber schnell Spaß. Vor allem deshalb, weil man Einblicke hinter die Kulissen des Fernsehens bekommt, wie die 45-jährige Britta Knepper sagt. Dennoch sollte es bei dem einmaligen Gastspiel vor der Kamera bleiben. Zumindest war das der Plan. Eigentlich wollte die Familie mit ihren beiden Kindern im Sommer 2020 nach Schweden in den Urlaub, wegen Corona ging es aber, nur, in die Lüneburger Heide. Ein Grund, dort wird die ARD-Telenovela, Rote Rosen, gedreht, die sich die Familie gerne anschaut. Wir wollten den Kindern Lüneburg und einige Drehorte zeigen, sagt Martin Knepper, der mit seiner Familie dann aber eine Überraschung erlebte. Denn, sie konnten bei einem Spaziergang unerwartet einige Blicke auf Außendreharbeiten von Roten Rosen erhaschen. Spontan erkundigten sich Britta und Martin Knepper, ob sie nicht einmal als Komparsen mitspielen könnten, und zack, erst gab es einen Tipp und schon 4 Wochen später eine Einladung zum Dreh. Die ersten 2 Drehs machte Martin aber noch alleine. Es gab eine kurze Einweisung im Studio, erklärt der Ostwennemarer, der danach die bereits erwähnte Szene als Hotelgast spielte. Eine Sprechrolle hatte Knepper dabei nicht. Wenn man es nicht wüsste, würde man ihn nicht erkennen, sagt Britta Knepper mit einem Lächeln. Martin selbst ist als Statist eine lebende Deko, hat aber ganz viel Spaß daran. Dabei wisse man vorher gar nicht, was man eigentlich genau spielt, erklärt er. Unklar sei zudem, ob die Komparsen im Endprodukt überhaupt zu sehen sind. Denn es werden immer nur ein paar Sekunden gezeigt, und auch aus verschiedenen Winkeln, sagt Knepper.
Apropos Überraschung, die war es auch, als auch Britta Knepper zum ersten Mal mit ihrem Mann für Rote Rosen zusammen vor der Kamera stand und die beiden ein Paar spielten, das auf einer Hochzeit feiert. Martin Knepper schauspielert im Hintergrund, bisher ohne Sprechrolle. Im Fernsehen sieht man dicker aus, sagt Britta und lacht. Die Dreharbeiten empfand sie dabei als interessanten Einblick in die Fernseh- und Filmwelt. Man weiß jetzt, was für eine Arbeit dahinter steckt, sagt sie. Überrascht war sie beispielsweise davon, dass einmal bei einem Dreh für einen Spielfilm ein ganzer Weihnachtsmarkt mit allen Details aufgebaut wurde, für nur eine Szene. Kurios auch, seither gucken die Kneppers anders als bisher Fernsehen. Wir suchen mehr im Hintergrund, erzählt Britta Knepper, schließlich würde das Paar etliche andere Komparsen kennen und sich dann freuen, wenn sie die im TV sehen. Martin Knepper hat unterdessen so viel Spaß an der Komparserie gefunden, dass er auch schon in anderen bekannten Serien und sogar in einem Kinofilm mitgewirkt hat. Bisher aber noch ohne Sprechrolle, sagt der 51-Jährige. Wichtig sei dennoch, sich in die Szene hineinzuversetzen, sagt er und findet, dass das mit jedem Mal besser geklappt habe. Während sich Britta Knepper bei der Komparserie etwas zurückhält, kann sich ihr Mann für die Zukunft noch mehr vorstellen. Geplant sei das allerdings nicht. Vielmehr wolle er schauen, was sich noch ergibt. Sein kurioser Komparsentraum, einmal im Tatort eine Leiche spielen, sagt Knepper mit einem Lächeln. Dass der Sprung von der Komparsin zur Sprechrolle schnell gehen kann, hat Melina Sievert aus Drinsteinfurt erlebt. Sie hat bereits mehrmals Hauptrollen in Scripted-Reality-Sendungen von Sat.1 gespielt.